Willkommen an Bord dieses Delamain-Dienstes. Mit Delamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Scheiße, darauf kannst du einen lassen, Viejo. Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Warum? Ach ja? Okay. Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Ach, egal. Ist Schnee von gestern. Fahr los, Dale. Naja, oh, so ein sexy Outfit dann. Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Na gut. Bitte. Danke. Excelsior-Paket aktiviert. Excelsior! Excelsior! Das wird ja immer besser. Was bist du denn so hibbelig? Ja, pass auf. Delamain, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber Sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Mhm. Okay. Glaub mir, der mit ne ganze Armee Saka-Ninjas nieder, wenn's sein muss. Was beinhaltet Excelsior noch? Umfassende Gesundheitsfürsorge, inklusive eines etwaigen Leichentransports, ach so, falls der Tod im Fahrzeug eintritt. Okay. Oh, was für ein Downer. Ist dieser Gefechtsmodus legal? Natürlich. Er fällt unter Artikel 2 der Verfassung. An Bord sind Sie berechtigt, meine außergewöhnlichen Fähigkeiten zu verwenden. Dex knausert nicht, ha? Huh? Jedenfalls wissen wir jetzt, wofür er seine 65% raushaut. Naja, ist ja auch die Frage, wie viel kostet das? Genau so fährt man direkt. Ist ein bisschen schade, dass man sich selbst halt so gut wie nie sieht. Du musst echt mal chillen. Hä? Noch sind wir ja nicht da. Das ist voll creepy, dass der im Rückspiegel auch ist. Ich weiß nicht, Jack. Nur mit den Scheint Augen. Mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Wir fahren hier nicht zu einer Party, Jack. Wir ziehen einen fetten Job durch. Bei Arasaka. Im Ernst, wie? Wir hältst du mich für so oberflächlich? Lass mich dir was erklären, wie. Ich habe mein ganzes Leben in der Gosse verbracht. Und ich habe nicht vor, dahin zurückzugehen. Ja, dann. Hey, wie läuft's? Wir werden sehen, wie es läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Hör zu, ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpacki. Wie, ruf mal Jackie an. Ein Sync-Test. Sicher ist sicher. Okay. Und? Nur Rauschen. Sag mal was, Bug. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles, du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Was ist mit dir, wie? Hör dich laut und deutlich. Perfekt. Okay, Tech ist soweit, wie es aussieht. Na dann. Aber sieht man das nicht an den Augen, wenn die so komisch leuchten? Ja, danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und bitte. Viel Glück. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Ja. Orfin, mach endlich das. Geht's los. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Ach, stimmt. Na dann. Okay, das ist nicht die einzige, die ich habe. Gehen wir. Hannah Montana. Warte, ich hol den Flathead. Kann man die theoretisch dann einfach rufen? Wäre auch cool. Oh, das jetzt so in Dings zu sehen, das wäre schon... Warte mal, kann man das hier sehen? Ja, ne? Charakter. Weil manchmal wäre das schon cool, den eigenen Charakter einfach auch mal zu sehen. Das haben wir jetzt an. Warte mal. Ah, ich kann mal was anderes noch probieren. Da ich ja Dings gerade aus habe. Grafik. Was, wenn ich das auch ausmache?
Weil müsste eigentlich ja ganz normal laufen. Weil das sieht man jetzt ganz geil im Inventar, dass das schon ein bisschen was an Performance nimmt. Achso, ist alles gesperrt, weil wir das gerade anhaben, ne? Ja. Na gut, mal schauen. Ist auf deinen Namen. Ramon. Du willst Hajime Taki sprengen. Militärtech-Abteilung. Papiere sind für den Flathead. Keine Sorge, ich krieg das hin. Auf was? Willkommen im Konpeki Plaza. Bitte treten Sie nacheinander durch. Alles klar, Ho, Sir. Omi, wollte bestimmt sagen. Moment, ich hab hier was. Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpeki Plaza bringen? Wir sind Waffenhändler. Wie bitte? Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? Erstmal, was? Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Das dauert nur einen Moment mehr. Bitte sehr. Danke. Yokoso. Herzlich willkommen im Konpeki Plaza. Alter, ist das... Also sind das eigentlich Menschen oder... Einfach mit goldener Haut? Das sieht irgendwie weird aus. Natürlich. Einen Moment, bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Victorino. Doppelzimmer, zwei Erwachsene, eine Nacht, korrekt? So ist es. Perfekt. Ich werde Taki-san über Ihr Eintreffen informieren. Sehr nett. Schick, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, wie? Sag irgendwas. Das wird nicht nötig sein. Wir machen uns frisch und informieren ihn selbst. Aber Ghostfinger, glaube ich auch. Sie doch, oder? Señorita, wissen Sie, wie lange wir schon unterwegs sind? 18 Stunden aus Neu-Barcelona. Mit Verspätung am Mittag. Aber ganz viele Ghostfinger, ey. Der sich im Terminal in die Luft gejagt hat. Ach, ein Albtraum. Natürlich, ich verstehe. Sie haben die Lapis Lazuli Suite auf Ebene 42. Minecraft ist auch dabei, geil. Eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangschip. Nach dir, Hanna. Alter, die Fingernägel. Ja, vielleicht doch ein bisschen lang. In Ordnung, danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Dankeschön, danke. Dankeschön. Okay, gehen wir. Ja, hau rein. Los. Neu-Barcelona? Im Ernst? Improvisation. Versuch's auch mal. Also, oder sind das alles Eddies? Was meinst du? Ach, Eddies. Eddies, ja. Ziemlich nett hier, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob das Menschen sind oder nicht. Lass gut sein, Jack. Das heißt... Aber möglich wär's. Was denn? Ich nehme das halt ernst. Nicht rumgekriegt. Ich hab sie entführt. Nach der Buenos Aires Show. Ich weiß nicht. Erstmal so schön immer an sich selbst runtergucken. Die erinnert sich nett aus. Wir kommen im Konpeki Plaza. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch aus. Oder setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komme ich irgendwann mal mit Mist hier. Wir könnten einen Blick wagen. Scheiße. Mit dem Koffer sehe ich aus wie ein scheiß Vertreter. Ich gehe hoch. Ich wüsste auch gar nicht, was soll ich jetzt hier eigentlich? So. Hab was gefunden. So, komm her, Aufzug. Das müsste... Warte mal, das muss ich kurz checken. So. Machen so. Boah, Alter. Ja, kann man es wenigstens noch... In Wirklichkeit sieht nicht jeder seine Schlüsse, wenn er nach unten guckt. Ach so, ja. Das stimmt. Das sieht doch nicht anders aus. Blöder Scheiß.
Na, aber doch, man sieht die schon irgendwann. Also zumindest, wenn man die nach vorne bewegt, müsste man die eigentlich sehen. Sonst wäre das irgendwie komisch. So. Wo müssen wir denn hin? Dahin. Okay, hab richtig gedrückt. Läuft. Hallo. Wird auch Zeit. Ja, bin er da. Das ist cool. Hättest du schon mal vorgehen können. Ich mach mal, ne? Я думаю, что не врал. По крайней мере, насчет Кантау. Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Ich verstehe die einfach. Na klar. Wir sind im Zimmer. Ziemlich schick. Schade, dass wir nicht übernachten. Gute Wahl, Bart. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Dweller und den Server. Sí, sí, me acuerdo. Mach den Flathead an und such den Schachtzugang. Hm, klingt einfach. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Das ist irgendwie creepy. Lächeln. Ich weiß nicht, wo das Lächeln ist, aber okay. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner. Sieh dich um. Alter, das sieht übelst creepy aus. Also, was muss ich dabei gedacht haben? Ich bin mir nicht so sicher. Aber okay. Vor allem, das macht übelst die Probleme beim Aufnehmen. Ne? Das sieht irgendwie auch sehr strange aus. Kann ich duschen? Nö, schade. Ist der Flathead bereit? Fast geschafft. Scannen, Flathead. Okay. Wo muss ich dafür scannen? Hier? Also, ja. Jackpot. Gut. Jackie, wie sieht der Flathead aus? Alles klar. Ja, der ist ja sogar unsichtbar. Was war was ist mit dem Spiegel? Das ist irgendwie sehr strange, ja. Ladung bei 100%. Oder das Gucken allgemein, das ist auch sehr strange, ja. Wir warten, ja. Die Kleine steckt fest. Vom Anstarren wird nichts besser. Ihr müsst auf manuellen Betrieb wechseln. B, nimm Jackies Kontrollsplitter. Ich verlinke deine Kiroshis mit den Kameras. Dann kannst du den Bot lenken. Okay. Erstmal fragen. Muss ich mich verlinken? Ja, das ist irgendwie ganz, ganz, ganz komisch mit den Spiegeln. Ich weiß auch nicht, was das ist. Mach schon, Chica, wir haben keine Zeit. Hast du aber auch, immer wenn du in so einen Spiegel gucken kannst, das ist übel strange. Denkt die Überwachung das ganze Hotel ab? Hm, auch die Schlafzimmer in den Suiten. Ey, geh aus. Und die Gäste? Du wärst überrascht, was die Leute aufgeben, um sich sicher zu fühlen. Zum Glück ist Yorinobu eine Ausnahme. Penthouse ist No-Go. Null Hotel Security. Hm, ja dann. Hier. Na dann. Verbinde mit Kamerafeed. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. Uiuiui, was ist denn hier los? Okay, hab klare Sicht. Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen. Auf zum nächsten Schacht. Arasaka übernimmt die Kosten. Für alle etwaigen Strafen. Es geht doch nicht ums Geld. Es sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Man wird sagen, ich habe die Kontrolle verloren über Watson. Meinen Bezirk. Eine Woche. Mehr können wir nicht versprechen. Easy. Ich kann man eigentlich, das müsste ich mal gucken, ob man sein Aussehen auch nochmal verändern kann. Weil die Fingernägel sind mir echt ein bisschen zu lang. Ein bisschen sehr strange. Okay, Flathead ist drin. Patche dich zur nächsten Kamera. Wieso bist du so sicher, dass es für dich war? Bug? Bei Draufstand an Problem. Das nette Hausmädchen, das entwendet. Und Zimmerservice ist im Weg. Ich lenke sie ab. Überall war Blut. Was haben wir denn im Schiff? Okay, schon dabei. Ich immer nur Kotze und benutzte Kondome. Hm, ist doch auch nett. Da bitte die Gerechtigkeit. Nee, eigentlich irgendwas da hinten, oder? Das Terrarium hat einen Temperaturregler. Sehr gut, ja. Verlinkt den Flathead damit. Wer? Du weißt schon. Gut aussehen. Stinkreich, frecher Blick. Hä, aber warum muss der denn da hin? Yorinobu Arasaka? Männer wie der sind immer Single. Er mag in teuren Anzügen stecken, aber sein Schwanz steckt immer woanders. Na und?
Wo geht ihr denn hin? Aha. Oh, Mifgard. Das hat geklappt. Meine Güte. Das war noch hast gar du eine nicht. Ahnung, was diese Dinger kosten? Weiter jetzt. Keine Zeit für Schmeichelei. Ja, bin da dabei. Ich bin gerade bei Milfett, ja. Ah ne, Milfett ist, glaube ich, vorbei. Keine Ahnung. Vor allem, da waren nicht mal Fische drin. Echt schade, dass sie das komplett rausgenommen haben, weil das wäre cool gewesen, wenn du den halt auch noch hättest benutzen können, ne? Alter, wo ist die Kamera? Der Dweller ist hinter der Tür. Flattert kann sie öffnen. Okay, das ist ein Gitter. Mhm. Open the door, please. Aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Soll ich sie anschalten? Ja, sieh dich nach einem CCTV-Port um. Da. Fällt doch bestimmt auf, wenn auf einmal eine Kamera angeht, die nicht an sein soll. Also bitte. Okay. Drücke 1 oder 3. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Flathead sollte ihn neutralisieren können. Guter Gedanke. Ich lege einen Demonoid auf die Verbindung. Du weißt, du musst den Flathead direkt mit seinem Stuhl verlinken, oder? Ich mach sowas nicht zum ersten Mal. Okay, geschickt. Doch, eigentlich schon, aber okay. Zuerst muss der Flathead aber da rein. Das kriegen wir irgendwie hin. Ich glaube, der Schacht verläuft zwischen den beiden Zimmern. Finden wir es raus. Hab vielleicht einen Weg rein. Schick den Flatter darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera. Ja. Hey, ich mache das offensichtlich nicht zum ersten Mal. Da ist er. Nice. Flatter mit dem Stuhl verlinken, wie? Mach ich. Schläft er da? Ha! Hab ihn! Ich liebe Demons. Der Flathead bleibt, oder? Er behält den Dweller im Auge. Ich gehe in Compeckys Haus. Das sieht sehr strange aus. Gerade. Wir gucken mal woanders hin. Así es como se hace. Wie geht's dir? Gut. Bisschen schwindelig, sonst nichts. Buck, sind wir noch im Zeitplan? Bist du da, Buck? Ja, bin hier. Was hat die denn für ein Problem gehabt? Hör zu. Das Eis ist dicker als gedacht. Da durchzukommen dauert Stunden. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert? Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Wie? Du solltest dich auch ausruhen, okay? Hinsetzen, was kann ich noch so machen? Street Cred habe ich bekommen. Geil. Setz mich hin. Kann ich leveln? Geil, kann ich. Was wollte ich denn machen? Technische Fähigkeiten, die brauche ich nämlich, um weiterzukommen. Waren das die überhaupt? Ich glaube ja, zack, bumm, hier. Lübt, Junge. Lübt. Ja, hier habe ich doch keine Ahnung. Wir nehmen einfach das. Irgendwas skillen, das ist schon okay. Was ist nur los? Ach, ein paar Stunden später, ich wollte gerade sagen, was jetzt? Was meinst du? Warum hat er alles aufgegeben? Hm? Wer hat was aufgegeben? Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Keine Ahnung. Schnee von gestern. Verrückter Typ halt. Dachte nur gerade dran. Stell dir vor, du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf. Und machst was? Gründest eine scheiß Gang. Stahldrachen oder so. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Real Skin über und machst einen auf Ganganführer. Wozu? Ach, scheiß auf ihn. Was kümmern mich ein Konzernbaby und seine Straßenromantik? War bestimmt lustig. Ich bin Yorinobu Arasaka. Wo
Wollt ihr in meine Gang kommen? Poser mit Konzernschutz. Und dieser bescheuerte Name, Stahldrachen. Gangster mit Silberlöffel im Arsch. Er ist auch ein Kackname. Geld gelangweilt, dann seine Gang. Scheiß Tourist. Tourist oder nicht, er ist gerade in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Pentos Security ist deaktiviert. Perfekto. Na dann. Vorhang auf. Let's go. Hey, Bug. Warst du die ganze Zeit dabei? 3,5 Stunden. Also das mit dem Stock im Arsch. Du meinst in meinem? Ja, ist mir losgerutscht. Ich weiß. Jetzt kannst du es wieder gut machen. Jackie, komm. Hopp, hopp. Keine Zeit. Hallo, komm rein hier, komm. Mein Gott, ey. Ist er immer so lange, um in den Fahrstuhl zu gehen, ist ja jetzt nicht so schwer. Oh, mal gucken, ob das so läuft. Dieses Schweigen. Wollt ihr vielleicht einen Witz hören? Jetzt? Im Ernst? Ey, warum nicht? Passt auf. Was haben eine Nomadin und eine Seku gemeinsam? Sand in der Muschi. Alter. Ja, krasser Witz. Lebt sich gut als Erbe des Arasaka-Imperiums. Jedenfalls besser als der Sohn von Raoul Wells. Hey, Konzentration, der Safe. Ja, Alter, chill doch mal, so. Deine Lane. Jetzt lass ich doch mal kurz vorbei hier, Junge. Yorinobus Signal ist weg. Ist er unter die Magier gegangen? Er wird in dem Funkloch stecken. Hab ihn gleich wieder. Macht jetzt euren scheiß Job. Da, unterm Boden. Sucht nach einem Schalter. Hier ist kein Schalter. Na gut, Ablenkungsmanöver bringt mir doch gar nichts, oder? Wo ist hier ein Schalter, Alter? Das ist eine Doppeltür. Warte mal, hier ist... Nee. Dafür ist keine Zeit. Was willst du? Such doch selber nach dem Schalter, du Arschloch, du. Ich bin doch dabei. Benutze den Schalter. Ich habe einen Schalter gefunden da hinten, alles klar. Bingo. Da kommt was raus. Komm her, B. Komm schon. Wir müssen nur irgendwie abhauen können, ne? Verlink dich und mach. Warte. Mach uns reich. Schon dabei. Bin dabei. Jetzt du, Buck. Einen Moment. Das geht doch bestimmt schief. Wir haben Gesellschaft. Hallo. Ich weiß nicht wer. Personal rennt wie aufgescheucht durch die Gegend. Alle 200. Yay. Das gefällt mir gar nicht. Wie lange noch die... Shit, Yorinobu kommt zum Penthouse. Ja, ey, 15% noch. Kriegen wir hin. Hab's gleich. Fertig. Super. Überlass denn mir, okay? Ready, okay. Kontakt? Biochip-Integrität. 100%. Schätze, das heißt ja. Gut, gehen wir. Gehen wir. Bevor wir gehen. Ich habe gar keine Waffen. Okay. Los, Jackie. Sprinte, als ob du noch nie gesprintet wärst. Yorinobu kommt gleich rein. Hinterkopf. Blöd. Was? Ja. Wo? Versucht's mit der Säule. Was? Spinnst du? Nein. Rein da. Jetzt. In die Säule. Welche Säule, Alter? Okay. Geh bald hier rein. Kein Problem. Ist das Problem nicht die? Glaub mir. Das weiß ich auch, Mann. Warte eine Sekunde, okay? Mhm. Was heißt nicht? Ist das Adam Smasher? Das ist der Ficker. Immer. Night City Legende. Heißkalter Bastard. Was machen wir jetzt? Wir warten. Sind Sie bereits hier? Sie nähern sich vom Landeplatz. Wovon reden die? Psst. Buck, wer kommt da? Oh nein. Nie im Leben. Das kann nicht sein.
Ja, hallo? Arasaka? Oh, Daddy. Noch eine Scheißlegende. Psst, das Ding ist nicht schalldicht. Deswegen so aufgescheucht wahrscheinlich alle. Kacke, wenn der hier reinguckt, da haben wir ein Problem. Oh, fuck. Also, ich stürre. Arasaka-sama. Mada Bodhi-Check noch nicht geschehen. Watashi no Usuko da. Sonjite orimasu. Omochishimashou ka, Rei no. Watashi ga yaru. Ich finde das Übersetzen cool gemacht. Knapp. Zu knapp. Wenn der uns entdeckt hätte. Hat er aber nicht. Kayane. Wir kommen hier nicht raus. Ich glaub's nicht. Saburo Arasaka.私が気づかないとでも思ったのか。そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろう。あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。よりのぶ。どうしてここへ。直々に俺に屈辱を味わわせ、立場を思い知らせるためか。 Ich habe irgendwie die Befürchtung, wir werden noch entdeckt. Aber da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht haben wir Glück. あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに超えてはならない一線を超えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。 この裏切りだけは決して許せない。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。ファック。これでもう俺のことを許す必要はない。おお。 Mach bloß nicht das Glas kaputt. Nicht nach seinem Ding da gucken geht und sich, also geht, dann schaffen wir das. Ich glaube schon. Ich will, dass das Hotel abgeriegelt wird. Verdammt, wir sind vielleicht doch am Arsch. Saburo Arasaka wurde ermordet. Was für ein Pisser. Achtung, im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen. Was für eine... Das werden die alle denken, wir waren das. もっとしっかり責務を果たすよう望んでいるぞ。申し訳ありません、荒坂様。
Okay, aber die gehen. Was generell erstmal gar nicht schlecht ist. Kommen wir hier nämlich irgendwie raus. Yorinobu hat Saburo umgelegt. Was? Seinen eigenen Vater. Das bedeutet, gleich kommen massig Sicherheitsleute auf euch zu. Ja. Scheiße, wir sind geliefert. Ja. Können wir hier raus? Gleich? Buck, du musst uns hier rausholen, sofort. Eine Sekunde. Die haben wir nicht. Fuck! Okay, hab was. Fenster, los! Fenster los. Ja, hab ich mir doch gedacht, Fenster. Da sollte eine Leiter sein. Eine... Oh, fuck! Nein, 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 nicht jetzt! Die haben mich... Fuck! Dios santo bendito! Die ist weg! Fuck! Scheiß Oberliga! Jetzt wirklich, Jackie? Alter, was ist denn hinten los? Auch gut. So, wo müssen wir denn hin? Dahin. Ja, ja, hinter der Kurve. So sieht's aus. Hier, zack, da ist die Leiter. Schaffst das, Jackie? Nicht runter. Ey, ich hab hier High Heels an. Ne? Also so. Mit Absatz. Ist viel schwerer. Scheiße! Ist das Trauma? Wenn's wegen Saburo ist, sind sie etwas spät. Schaffen sie noch. Ich hoffe, die haben uns nicht gesehen. Nee, wir sind doch gut versteckt. Wir sind doch hier Cameo. Also, nee. Wir dürfen das. Hätten wir nicht sagen können, wir sind die Fensterputzer. Hätten sie uns vielleicht geglaubt, wäre okay gewesen.